Und herzlich willkommen zurück zu Last Train Home. Ja, die erste Folge ist ja ziemlich lang gewesen mit seinem Tutorial und dem ersten Kapitel sozusagen. Und jetzt fangen wir mit Teil 2 an. Eine schicksalhafte Begegnung. Wieder am Zug angekommen, reden die Soldaten über die Konfrontation mit Morozov am Bahnhof und über die Brutalität der Roten gegenüber unbewaffneter Dorfbewohner. Aber unsere Brutalität war okay, dass wir einfach die Granaten da reingejagt haben. Naja. Die meisten, aber nicht alle, halten den Artillerieschlag auf das Lager der Roten für gerechtfertigt. Ich nicht, wollte ich nur mal erwähnt haben. Major Gatzdick hängt seinen Gedanken nach. Ich glaube, die Roten haben uns erwartet. Das war vielleicht eine Falle, aber ich verstehe nicht, warum. Und warum jetzt? Verhandelt Hauptmann Langer nicht gerade in Moskau? Ja, aber wir kennen das Ergebnis dieser Verhandlungen noch nicht. Alle auf ihrem Posten. Ich muss einige Briefe schreiben und der Zug wird uns nicht von allein nach Moskau bringen. Wegtreten. Ja, das wäre jetzt gut gewesen, das noch am Ende der Folge zu machen, aber egal. Neue Legionäre haben sich dir angeschlossen. Das sind dann wohl die drei hier. Okay, fortfahren. Um den Zug bewegen zu können, benötigt die Lokomotive einen Arbeiter, einen Lokführer und Treibstoff. Sind das die neuen oder? Um im Spiel voranzukommen, muss dein Zug in Bewegung bleiben. Für den Betrieb deiner Lokomotive brauchst du neben Treibstoff einen zugewiesenen Lokführer und einen Arbeiter. Also Lokführer ist der mit dem Hammer. Denk daran, dass deine Lokomotive während ihres Betriebes stark beansprucht wird und zwischendurch repariert werden muss. Dasselbe gilt für die Waggons. Bitte beachte, dass sich die Geschwindigkeit der Lokomotive anpassen lässt, aber der schnellere Geschwindigkeitsmodus mehr Treibstoff verbraucht. Ah, okay. Nicht nur Zuggeschwindigkeit und Typ der einzelnen eingesetzten Lokomotive beeinflussen den Gesamttreibstoffverbrauch, sondern auch die Eigenschaften der Soldaten im Zug, die ihr als Mannschaft zugewiesen sind. Von Zeit zu Zeit bringt ein Ereignis deinen Zug zum Halten. Die Benutzeroberfläche zur Geschwindigkeitssteuerung wird deaktiviert. Um den Zug weiterfahren zu lassen, musst du entsprechende Aktionen ausführen. Möglicherweise musst du einen neuen Zugführer oder Arbeiter zuweisen oder ein mechanisches Problem beheben. Manchmal musst du aber auch erst eine wichtige Mission abschließen, bevor du weiterfahren kannst. Okay, also Lokführer ist der mit dem Hammer und der Arbeiter mit dem Werkzeug. Ja, beides sehe ich jetzt gerade nicht. Das ist gut. wo ist denn hier unser Ziel? Hier. Abfahren. Zack. Funktioniert das schon oder muss ich die jetzt tatsächlich noch da einsetzen? Nee, es funktioniert schon. Sehr schön. Moskau. Mission starten. Empfohlene Truppe 8. Oha. Schwierigkeit 4. Potenzielle Belohnungen. Aufgestiegen. Neuer Rang. Stabsgefreiter. Okay. Oh. Ich glaube, ich habe gerade befördert. Ups. Oder es kam jetzt nur, weil ich drauf gedrückt habe. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Levelaufstieg vom MG-Schützen. Gehen die automatisch hoch, wenn ich da, wenn ich mich nur bewege? Das wäre natürlich cool. Verbrauchsobjekte. Moment, Moment. Rollen aufwerten, um Attribute zu erhöhen und neue Fähigkeiten freizuschalten. Durch das Übernehmen von Rollen erhalten Soldaten Erfahrungspunkte. Mit diesen EP wird die entsprechende Rolle aufgestuft, wodurch bestimmte Attribute erhöht, sowohl Zug- als auch Kampfrollen oder neue Fähigkeiten freigeschaltet werden, nur bei den Kampfrollen. Im Zug verdienen Soldaten EP, indem sie ihre Aufgaben in den Tätigkeitsplätzen erfüllen. Ein Lokführer in der Zugrolle in einer Lokomotive verdient EP, wenn er diese fährt. Während Missionen werden Soldaten für das erfolgreiche Abschließen von Zielen belohnt. EP werden zwischen allen Teilnehmern aufgeteilt und direkt zu der Kampfrolle hinzugefügt, die der Soldat während der Mission übernommen hat. Wenn du weniger Soldaten in einer Mission hast, kannst du ihre Kampfrollen schneller aufstufen. Die Schwierigkeit ist jedoch erhöht. Ach so, okay. Zusätzlich werden die Kampfrollen der Soldaten für Sammelaktionen an den interessanten Orten mit EP belohnt.
Den Soldaten mit mehreren Kampfrollen kann jede beliebige Fähigkeit ihrer Kampfrolle zugewiesen werden. Außer die Fähigkeit gehört speziell zu einer bestimmten Rolle oder Waffe. Ja, na gut. Ich habe ja pausiert, ne? Verfügbar, Rollenfortschritt. Konzentriertes Feuer ist klar. Geschicklichkeit. Freischalten. Wenn ich das richtig sehe, hat der hat aber Level 2, ne? Das heißt nicht, der hat 2 Punkte. Achso, hier, das kann ich freischalten. Arbeiter. Anforderungen, fit. Ach, das ist der vom Zug. Das wäre vielleicht nicht schlecht, wenn ich den freischalte. Ein Rollenpunkt, ja. Ich habe keine Ahnung, wie viele Rollenpunkte ich habe. Das habe ich noch nicht herausgefunden. Dann einen Arzt wäre natürlich auch nicht unbedingt schlecht. Oder einen Gewehrschützen. Ah nee, kann ich ja beides gar nicht mehr freischalten, weil ich anscheinend nur einen Punkt hatte. Die Verletzungen von Soldaten können sowohl auf der Mission als auch im Zug behandelt werden. Halte sie bei guter Gesundheit. Wie kann ich die denn im Zug bearbeiten? Bei Missionen folgt die Gesundheit jedoch anderen Regeln für Heilen, Stabilisieren ist Rettung möglich. Fällt die Gesundheit auf null, stirbt er, das ist klar. Gesundheit regeneriert sich durch Erholung, das Verwenden von Verbrauchserwecken, das ist halt im Kampf, oder durch einen Arzt an einen interessanten Ort oder im Sanitätswagen. Also macht er das automatisch, so verstehe ich das jetzt gerade. Nehme ich an, hoffe ich. Habe ich mich jetzt gerade erschrocken. Einkaufsliste. Du wurdest in Major Gatzdiks Büro gerufen. Hauptmann, wie bekannt ist, gehen einige unserer wichtigen Vorräte zur Neige. Was wir uns in Suchrinichi sichern konnten, wird für unsere lange Fahrt nicht reichen. Vor uns liegt ein Dorf namens Kaluga. Wir müssen einen Trupp hinschicken. Sie sollen mehr Lebensmittel und Kräuter kaufen, sofern verfügbar. Ja, Major, ich schicke Sie sofort los. Und damit geht's zur neuen Aufgabe. Ich weiß aber nicht, wo das Dorf jetzt ist. Kann ich das hier? Kaluga, ist das nicht das hier gewesen? Das ist das mit dem Kampf, ne? Machen wir hier mal eben schnell Pause, weil wir müssen ja jetzt nach Kaluga. Der Status einiger Soldaten verhindert, dass sie eingesetzt werden. Wollt ihr mich jetzt hier veräppeln? Wollt ihr mich veräppeln? Truppe arbeiten? Nehmen wir die noch dazu. Zack. Bestätigen. Kaufe, verkaufe oder tausche Ressourcen. Ach so, können wir eigentlich ja nicht, ne? Reisekosten ist 1. Haben wir aber nicht. Also die 1. Also bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, wo er hinfährt. Ich werde das Ganze mal ein bisschen beschleunigen, damit wir nicht die ganze Zeit dem Zug zusehen. Wir sehen uns dann gleich wieder. Lokfehlfunktion. Plötzlich hallt ein lautes metallisches Dröhnen durch die Luft und der Zug wird langsamer. Die Lok scheint kaputt zu sein. Major Gatzdick kommt mit gerunzelter Stirn auf dich zu. Oha. Das verdammte Ding streikt wieder. Hauptmann, die Lokomotive sollte von ein paar Arbeitern repariert werden, damit die Fahrt nach Moskau weitergehen kann. In der Zwischenzeit sollten wir nicht einfach nur abwarten, sondern die Gelegenheit nutzen. Es sollte ein Trupp losgeschickt werden, um nach Vorräten zu suchen. Wir haben noch einen langen Weg vor uns und müssen jede Gelegenheit nutzen. Hoffentlich gibt es heute keine weiteren Überraschungen. Ich habe kein gutes Gefühl, was das Treffen mit General Morozov angeht. Wir sollten nicht trödeln, Hauptmann. An die Arbeit. Okay. Neue Aufgabe. Hat dich angewiesen, einen Trupp auf Nahrungssuche zu schicken. Okay. Ich muss das normal laufen lassen. So.
Lokfunktion. Moment. Überprüfe den Zustand des Zuges und repariere Waggons, wenn nötig. Es ist von großer Wichtigkeit, dass du den Zustand von Lokomotive und Wagen überprüfst. Wird die Lokomotive zerstört, ist das Spiel vorbei. Oh. wird ein Wagen zerstört, ist er nicht mehr einsatzfähig. Rufe die Benutzeroberfläche des Zugs am oberen linken Bildschirm auf. Moment. Die sollen da mal rausgehen und zeigen, wo das ist. auf. Und klicke auf den Reiter, ein Pfeil und so einen Schraubenschlüssel. Reparaturen und Verbesserungen der einzelnen Wagen. Okay. So, draufklicken und links. Reparatur, Start. Okay. Versuchen wir mal. Ach so, das ist das wahrscheinlich, oder? Draufklicken. Aufgabenliste, was haben wir denn? Begib dich. Achso, das ist die normale Aufgabenliste. Automatisch zuweisen. Die sollten eigentlich automatisch zugewiesen werden. Warum auch immer sie das jetzt nicht machen. Lagerkapazität, Soldatenüberblick, Zuginventar. Halte den Zug an. Achso, hier, Reparaturen und Verbesserungen. Ach, dreimal drüber geguckt und schon nicht gesehen. War ja klar. So, Haltbarkeit wiederherstellen, Lokfehlfunktion, Reparaturstatus. Haltbarkeit wiederherstellen, Start. So, wo sehe ich denn voraussichtliche Dauer? 42 Minuten? Oder was ist das? Wahrscheinlich, ne? Ich nehme nichts und gebe viel. Ich rette Leben. Ja, das ist doch schön. Warum sagt er das denn? Sollte eigentlich normal sein. Weise Arbeiter zu, um Reparaturverbesserungen zu starten. Ach so. Ja, ich hatte ja eben auf automatisch geklickt. Hat er anscheinend nicht angenommen. Untätige Arbeiter zuweisen. Machen wir es doch so. Aber jetzt geht die Zeit nicht runter, oder? Ah, nee, hier oben. 1:16. Da sieht man es dann, wie lange es noch dauert. Keine Ahnung, warum hier unten voraussichtliche Dauer 42 steht. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, dass hier oben was runtergezählt wird. Das wird es wohl sein. Das machen wir mal ein bisschen schneller. Passiert ja gerade nichts. So, Reparatur abgeschlossen. Dann haben wir die Fehlfunktion. Reparaturstatus. Gut, macht der das jetzt auch? Ja, er macht das auch. Das sind 2 Minuten. Ich soll eigentlich jemanden rausschicken, hatte er ja gesagt. Einkaufstour sammeln. Hatte ich angewiesen, einen Trupp auf Nahrungssuche zu schicken. Die Frage ist jetzt nur, können wir das hier einfach machen? Normalerweise ja, ne? Interessante Orte ansehen. Den Wald zum Beispiel. Ah, okay. Man muss dann aufs Ziel erst klicken und dann... Hab's verstanden. Ich muss mich ja auch erstmal hier eingewöhnen. Das muss man ja dazu sagen. Ich weiß ja überhaupt nicht, was ich jetzt wie machen soll. Die kann man anscheinend hier nicht ranzoomen, so wie es aussieht. Ist ein bisschen schade. Oder machen die das jetzt alleine? Das kann natürlich auch sein. Trupp ansehen. Nee, dann zeigt er mir nur einen Trupp selber. Aber ich könnte theoretisch doch jederzeit überall halten, oder? Wenn jetzt hier zum Beispiel ein See ist. Trupp hat interessanten Ort erreicht. Das ist schön. Ich werde mich einfach hier auf den Tisch legen und ein bisschen schlafen. Ja, mach das mal, wenn du schon nichts zu tun hast, ne? Dann pausieren wir doch nochmal, dann gucken wir nochmal eben. Ah, ein Doppelklick. Ah, okay. Sammeln. Major Gatzdick hat dich angewiesen, einen Trupp. Achso, ja, das war das, klar. Erstatte Bericht, Major. Wir haben die Gegend nach brauchbaren Dingen durchkämmt. Die Situation wurde beeinflusst, weil Alfred Kraus über diese Eigenschaft verfügt. Habgierig. Oh oh. Alfred hat giftige Beeren gegessen. Ja. Was soll ich jetzt dazu sagen? Ne? Das ist die eigene Dummheit des Alfreds. Joseph hat sich den Knöchel verstaucht. Leute, ihr solltet nur schauen, ob ihr Beeren findet. Ihr solltet da keine Kämpfe machen oder so. Eieieiei. Ist das euer Ernst? Jetzt muss ich sofort fahren. Ich meine, Knöchel verstaucht, na gut, kann ja mal passieren, kann umgeknickt sein. Aber, ne, einfach so die Beeren gegessen, das ist ja jetzt eigene Dummheit, ne? Da sind wir jetzt mal ganz ehrlich hier. Na gut. Das heißt nicht gut.
Schichtarbeit. Jeder Tag im Zug ist im Tag- und Nachtschicht unterteilt. Die Tagschicht beginnt um 6 Uhr und endet um 18 Uhr. Die Nachtschicht beginnt um 18 Uhr und endet, oh Wunder, um 6 Uhr. Bedenke dabei, dass du 2 Soldaten pro Tätigkeitsplatz benötigst, um den fortwährenden Betrieb sicherzustellen. Einen für den Tag und einen für die Nacht. Achso, das ist nur einer, der dann pro Schicht quasi, ja, Schicht hat. Für die Lokomotivenrollen ist dies unerlässlich. Ist aber jetzt nur für den Zug bestimmt, nehme ich mal an. Also es hat jetzt nur damit zu tun, dass der Zug läuft sozusagen. Ist für die Tag- und Nachtschicht kein Lokführer oder Arbeiter zugeteilt, bleibt der Zug einfach stehen. Ja, 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 okay. Hinweis, der Soldat kann angewiesen werden, Schichten in einen Arbeitsplatz zu ignorieren und bis zur Erschöpfung der Ausdauer zu arbeiten. Ja, das ist doch, ne? Alles für das Volk, oder wie heißt das nochmal? Beziehungsweise alles für die Politiker ist es ja eigentlich, ne? Bis man dann vor Erschöpfung umkippt. Naja, ihr wisst schon, was ich meine. Der Soldat erhält dann den Status erschöpft und wird automatisch abkommandiert. Okay, ja, und dann haben wir gar keinen mehr da, ne? So verstehe ich das jetzt. Aber wie stelle ich die jetzt ein? Das ist jetzt die Frage. Das weiß ich jetzt nicht so genau. Was ist eigentlich mit dem Zug? Lokstärke ist nicht voll, aber soweit. Lokfehlfunktion. Ich denke, die ist jetzt gelöst. Nee, ist immer noch in Arbeit. Warum? Weise Arbeiter zu, um Reparatur zu verbessern. Ach so, weil wir jetzt Nachtschicht haben, oder was? Aha. Okay. Okay, okay. Die Frage ist, kann man das irgendwo einstellen, dass da... Achso, hier steht, ruht sich den ganzen Tag aus. Ach, dann heißt das schon, dass der in der Nachtschicht ist und der in der Tagschicht, oder wie? Eigentlich würde aber doch reichen, wenn wir nur einen da reinmachen, oder nicht? Also ich hoffe, das ist jetzt so, wie ich das verstanden habe. Theoretischerweise könnten wir jetzt weiterfahren. Oder? Der Zug ist doch jetzt wieder... Achso, Moment, unsere Truppen sollten wir vielleicht wieder zurückholen. Schicke einen Trupp in ein nahegelegenes Dorf. Ja gut, ein Dorf... Achso, das Dorf hätten wir hier unten gehabt, ne? Ups. Trupp auswählen. Ja, am besten die, die jetzt gerade umleiten. Umleiten ist gut. Laufen die dann nach unten? Sieht so aus, ne? Okay. Die laufen dann schon mal nach unten. Das ist schon mal gut. Dann erledigen die schon mal die Aufgaben zu Fuß. Problematisch wird es dann nur, die sollen ja eigentlich in den Zug einsteigen. Ich hoffe, dass ich das noch irgendwie hinkriege. Kaufe, verkaufe oder tausche Ressourcen. Ich habe ja eigentlich gar keine. Vor allem Nahrung und Kräuter sowie Stoff für die Verbände zu holen. Wahrscheinlich ist das jetzt schlecht, was ich mache, weil das bringt mir eh nichts. Begib dich nach Moskau. Also ja, klar, Moskau ist ja unser eigentliches Ziel. Das ist klar. Die brauchen ja allerdings ziemlich lange. Das werde ich mal ein bisschen weiter... Oha. Ja, da geht ja mal in den Zug rein, wenn ich mehr reingehe. Kann ich mir nicht angucken. Einkaufstour. Deine Leute treffen sich in einem Dorf mit dem Dorfältesten. Das ging jetzt aber doch schnell. Seid gegrüßt, Soldaten. Was führt euch her in diesen Zeiten der Not? Wir wollen handeln. Wir brauchen Nahrung und Kräuter, um die Kranken und Verwundeten zu behandeln. Verstehe. Leider muss ich euch enttäuschen. Die Rote Armee hat bereits all unsere Lebensmittelvorräte mitgenommen. Vom Militär zum Wohle des Staates beschlagnahmt. Aber ihr könnt zu Iljas Laden gehen. Er ist ein guter Junge. Sicher hat er etwas für euch. Okay. Vielen Dank. Erzähl uns aber noch ein bisschen mehr über die Roten. Ah, man könnte meinen, dass sich nach dem Ende des großen Krieges die Lage beruhigen würde. Doch sie rekrutieren und beschlagnahmen, als stände der Nächste bereits hier bevor. Hier bekommen wir nicht viel mit. Doch ich sorge mich. Jo, mehr sagt er nicht. Vielen Dank dann für die Auskunft. Einmal fortfahren. So, kaufe Ressourcen oder tausche. Was haben wir denn? Moment, Zug ist links. Treibstoff, was ist das? Metall. Metall brauchen wir wahrscheinlich, um Reparaturen zu machen, oder? Wenn ich wüsste, was wir brauchen, wäre es natürlich einfacher. Kräuter.
kaufbar. Achso, da oben 5000 haben wir. Treibstoff wäre natürlich wichtig. Ich weiß ja nicht, wie viel Treibstoff wir jetzt brauchen. Steht da auch nicht drin, ne? Um dann halt zum nächsten Ort sozusagen dann wieder zu kommen. Gut, Stoff werden wir wohl so finden. Holz? Brauchen wir Holz? Ich meine, Treibstoff. Ich hätte jetzt gesagt Holz als Treibstoff vielleicht, aber... Moment, für Reparaturen und Verbesserungen von Waggons. Ah, okay. Aber wir haben noch 99. Ich würde normalerweise sagen, das reicht. Oder? Ich habe keine Ahnung. Ich lasse es mal so. Die Aufgabe war ja eigentlich nur, hier hinzukommen, ne? Dann würde ich sagen, ich gucke jetzt mal, dass ich unsere Truppe irgendwie dann doch nochmal wieder zum Zug zurückkriege. Das Problem ist halt, ich weiß nicht, wie ich die zurückrufen kann. Ach! Ah! Ich habe es gefunden. Ganz unten Truppübersicht und dann ist ja hier diese Truppe und dann kann man hier Trupp zurückrufen. Auf dem Weg zum Zug. Haha! Ich wusste, irgendwo werde ich das dann noch finden. Das machen wir jetzt auch mal ein bisschen schneller, damit das nicht so lange dauert. Boah, die flitzen ja hier über Wald und Wiesen. Das ist ja klasse. Aber was ist mit dem See hier? Ich bin mir nicht sicher, ob ich nicht doch mal eben den Trupp... Moment, den Trupp mal eben aussenden soll, um zum See... Achso, potenzielle Belohnungen. Fleisch, also Fische. Da würde ich normalerweise sagen, wir setzen da mal einen Trupp ein, um mal eben zum See zu gehen. Weil wenn wir jetzt schon mal hier sind... Ich würde den Zug auch fahren lassen, aber ich weiß nicht, wie ich den anhalten kann. Trupp hat interessanten Ort entdeckt. Das ist schön. Versuche Fische zu fangen. Ja, versuch das mal. Haben wir eigentlich irgendwie eine Zeitschiene, bis wo wir wieder irgendwo da sein müssen? Ich glaube nicht, oder? Ich hoffe mal nicht. Achso, wir sind... Ach, sag mir das doch einer, dass wir in der Pause stehen. So, und gleich will ich in Krieg ziehen und alle sind total übermüdet, weil sie heute Nacht Fische gefangen haben. Unter Garantie. Ich wette mit euch. So, sammle Ressourcen ein. Zack. Der See war überaus fischreich. Leider hatten wir keine Möglichkeit, sie zu fangen. Ja, super. Wir haben es mit Draht und einem Speer versucht. Am Ende haben wir auf sie geschossen, konnten aber nur ein paar erwischen. Ja, das ist ja... Sagen wir mal nichts zu. Sagen wir mal wirklich nichts zu. Und jetzt haben wir weniger Munition, oder was? Wollt ihr mich denn hier veräppeln? So, jetzt können wir den aber wieder zurückholen. Ich denke mal, der fährt wahrscheinlich auch gar nicht weiter, wenn die nicht alle da sind, oder? Ich weiß es nicht. So, kommt mal an hier. Kommt mal alle ran. Seid ihr schon da? Habe ich jetzt so schnell? Ich weiß es nicht genau. Automatisch zuweisen, ist klar. Grundaktivitäten... Ja, da sollte doch jetzt eigentlich wieder fahren. Die Frage ist jetzt nur... Ah! Okay! Muss man ja erstmal wissen. Hier sind so viele Knöpfe, beziehungsweise so viele Sachen, wo ich draufdrücken kann, dass ich absolut null Plan habe, was ich gerade mache. Was ist denn hier mit dem Dörfchen? Sollen wir da mal nachgucken? Aber ich glaube, da kann man gar nicht hin. Man kann nur in diese hervorgehobenen Sachen hin, denke ich mir mal. Ich werde den mal ein bisschen schneller machen. Ich habe ein bisschen Angst davor, zum nächsten überzugehen, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen von der Stärke her. Moment, verfolge deinen Fortschritt im Logbuch. Im Logbuch kannst du deinen Fortschritt auf deinem Weg nach Vladis... Vladivostok festhalten. In deinem Logbuch werden alle unternommenen Missionen und Informationen über ihren Ausgang angezeigt. Außerdem findest du dort weitere teils zu besuchten, interessanten Orten und Legionären, die sich dir angeschlossen haben oder im Kampf getötet wurden. Ja, okay. Gut. Interessiert uns jetzt im Moment noch nicht so wirklich. Denke ich mir mal. Aufgestiegen, neuer Rang, Stabsgefreiter. So. Das hier ist Kriegsgebiet. Nehme ich an. Sind wir hier? Doch, hier sind wir richtig, ne? Zug hält an.
Empfohlene Truppenstärke 8. Ja, haben wir nicht, aber danke. Schwierigkeit 5, das ist wahrscheinlich Maximum, denke ich mal. Oh Gott. Neuer Soldatbelohnung, EP-Belohnung. Achso, das sind die Belohnungen, ja. Kann erst aufgesucht werden, nachdem der Zug ihn passiert hat. Schon wieder. Hä? Es gibt kein Zurück. Diese Aktion bringt dich in die nächste Region und kann nicht rückgängig gemacht werden. Möchtest du wirklich fortfahren? Ja, weil das war ja mein Ziel, dahin zu gehen. Ich bin aber absolut nicht bereit für dieses Ziel. Das sage ich jetzt schon mal. Dicke, schwarze Rauchschwaden dringen auf und vermischen sich mit Gewitterwolken. Moskau brennt. Trotz des starken Regens hört man Gewehrfeuer. Major Gatzdik geht vom Waggon zu Waggon und holt Leitenoffiziere für eine Besprechung im hinteren Teil des Zuges zusammen, der sich langsam auf dem Bahnhof zubewegt. Na schön, wie man draußen sehen kann, ist die Lage nicht gerade günstig. In den Straßen Moskaus wird gekämpft. Da draußen tobt ein Bürgerkrieg. Aber wir haben unsere Befehle. Wir müssen rein und uns mit Hauptmann Langer und seiner Einheit treffen. Wir sollen Hauptmann Langer aufspüren und Moskau anschließend gemeinsam verlassen. Das hört sich nicht sonderlich kompliziert an. Stellen wir den Trupp zusammen und ziehen los. Wir dürfen die Gefahr nicht unterschätzen. Eine fehlgeleitete Kugel und das Ganze endet mit einem Blutbad. Und vor allem, wir dürfen nicht zuerst schießen. Die Lage ist schon schlimm genug. Verstanden? Wegtreten. Während die leitenden Offiziere sich vorbeidringen, zieht Major ganz dick dich zur Seite und sieht dich wie so oft aufmunternd an. Das wird schon, Hauptmann. Teile Soldaten für die Mission ein. Ich verlasse mich auf dein Urteil. Sie sollten Hauptmann Langer schnellstmöglich aufspüren. Aber seid auf der Hut. Ich rechne mit Ärger. Okay. Also wir brauchen 8 Leute und wir haben 5 einsatzfähige Leute. Das ist doch schön. Was ist mit dir? Können wir dich noch... Wir haben 6 einsatzfähige Leute. Die anderen kann ich gar nicht erst auswählen, so wie es aussieht. Ja, schön. Dann mal auf ins fröhliche Sterben. Was zum... Major, der Zug rast mit Höchstgeschwindigkeit auf uns zu. Verdammt, die Roten wollen uns haben. Legionäre festhalten! General Morozov. Ich wusste, wir sehen uns wieder. Sie sind ein Lügner und Feigling. Wieso? Sie zerstören einen Zug mit Kriegsheimkehrern, ohne dass Krieg zwischen unseren Nationen herrscht. Erlauben Sie mir, Sie zu erinnern, dass ich Ihnen eine Wahl ließ, Major. Legen Sie die Waffen nieder und Sie können Sibirien in Frieden durchqueren. Mehr als fair, und das Angebot steht immer noch. Ohne den Zug. Befehlen Sie jetzt Ihrer Einheit die Kapitulation. Sie wissen, dass ich das nicht tue. Treu bis zum bitteren Ende. Ich respektiere das. Möge Gott Ihrer Seele gnädig sein, Bruder Gastik. Hauptmann Langer soll kommen. Er muss einen Plan haben, uns nach Wladiwostok zu bringen. Sie haben Major Gastik ermordet. Wir können das nicht unbeantwortet lassen. Ja, und hier sei mal eine kleine Anmerkung noch von mir. Also ich mache mal noch eine kleine Anmerkung. Und zwar habe ich das Ganze auf Deutsch gestellt. Ich zeige euch das mal eben ganz kurz. Bei Optionen, da habe ich ja bei Audiosprache immer dieses immersive drin gehabt, weil da drin stand, dass das halt ein authentisches Schlachtfelderlebnis bietet und wusste nicht, dass man das Ganze auch auf Deutsch umschalten kann. Und das habe ich jetzt aber gemacht und deswegen kann man die jetzt auch verstehen. Wir müssen nach oben, was eigentlich komisch ist, weil der Typ da nach unten weggelaufen ist, soweit ich mich erinnere. Aber gut, wir gehen mal... Ich warte. Geht klar. Hierhin. Ich gucke jetzt nur gerade, können wir hier irgendwas noch einsammeln? Können wir überhaupt was einsammeln? Wir haben ja jetzt anscheinend gar keinen Zug mehr. Also das ist ja... Feind gesichtet. Dieser Schrotthaufen hier. Moment, wie kann ich drehen? So kann ich drehen. Geht klar. Ich würde mich da gerne anschleichen, ehrlich gesagt. Die Frage ist... Verstanden.
Wir bleiben jetzt auch nicht stehen, ne? Greife an! Wie weit sind die bitte entfernt und sehen mich trotzdem? Gut, schießen können die aber auch nicht. Angriff! Bereich gesichert! Alter! Ich war im Schleichmodus! Ich wollte auch schleichen und die mir hinterhältig kaputt machen, aber nein! Okay, ich gehe. Ich bin so ein guter Assassine und dann... Moment. Stabilisierung nutzen, um außer Fecht gesetzte Soldaten wiederzubeleben. Moment, haben wir hier einen... Habe ich was übersehen? Nö. Wir haben noch keinen außer Gefecht. Stabilisieren ist eine Grundfähigkeit, die zum Wiederbeleben von Soldaten, die K.O. gegangen sind, verwendet wird. Sie stellt ebenfalls etwas Gesundheit wieder her. Aber der stabilisierte Soldat ist ohne zusätzliche Hilfe sehr gebrechlich. Um einen K.O. gegangenen Soldaten wiederzubeleben, wähle die Fähigkeit Stabilisieren aus und wende sie bei den gewünschten Soldaten an. Das ist das zweite unten, okay. Um einen K.O. gegangenen Soldaten wiederzubeleben, wähle die Fähigkeit Stabilisieren aus. Ja, das habe ich doch gerade gesagt. Nach Aktivierung kann Stabilisieren eine kurze Abklingzeit, bevor sie wieder verwendet werden kann. Okay, ja gut, müssen wir jetzt im Moment noch nicht machen, aber sieht natürlich auch nicht ganz so dolle aus für uns, ne? Ja. So, du, Das ist nur ein Kratzer. Hilfst dem erstmal. Ich warte. Und du hilfst dem. Du stehst dem. Das durch. So. Vorher gehe ich hier nirgendwo mehr rein. Da oben, da sehe ich doch schon einen. Das Problem ist halt, na gut, so eine Truppe wird natürlich schneller entdeckt, denke ich mal. Verstanden. Als einzelne Leute. Ich weiß auch gerade... Feind gesichtet. Da hinten ist einer. Jawohl. Was, wenn ihr euch jetzt hier hinstellt? Moment. Jetzt muss ich mal eben kurz gucken. Mit welchem konnte ich denn... Bereit. War der das hier? Nee, das war der Speer. Ja. Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit. Ich kann aber... Eigentlich kann ich ja mit jedem hinterhältig angreifen, oder? Jawohl. Ich mich erinnern kann. Wir versuchen es mal. Ich weiß nicht, ob da noch Leute sind von denen. Wo ist der Typ denn jetzt hin? Gehe in Deckung! Geht klar. Wo ist der Typ denn jetzt? Kommt er jetzt nicht mehr nach vorne? In Bewegung. Hat er sich jetzt hier in Luft aufgelöst, oder was? Jawohl. Schon unterwegs. Alter, ernsthaft? Verstanden. Ktos, yes. Steunam, yes, yes. Wärst du mal zu Hause geblieben, Kleiner? Oh, Leute. Ernsthaft jetzt? Warte. Ich krieg das hin. Ja, vorher ist dein Kamerad tot, bis du das hingekriegt hast. Leute. Greif an. Ja, dann mach auch. Ja, unmöglich. Lauf. Ganz sicher nicht. Feindlicher Beschuss. Jawohl. Die Luft ist rein. Gott. Befehle in Bewegung. Achso, halt, stopp. So. Das ist nur ein Kratzer. Ich weiß, aber er weiß das nicht. Da oben ist aber was, was wir noch einsammeln können. Links unten ist auch noch was, was wir einsammeln können. Auf dein Kommando. Okay, das. Das kann ich machen. Gut, dann mach du das, aber lass dich von niemandem erwischen, ja? Gehe in Position. So, rechts ist auch noch was. Da müssen wir aber wahrscheinlich dann gleich hoch. Jawohl. Feindkontakt. Ja, nimm das schnell und komm nach hier. So. Wir müssen ja nicht unbedingt uns mit alles und jeden anlegen hier, ne? Mir wäre es sowieso lieber, wenn wir schneller reingehen. Und noch schneller wieder rausgehen. Verstanden. So, die Frage ist, in welche Richtung gehen wir jetzt? Mal schauen, was da drin ist. Feind gesichtet. Jawohl. Ist ja okay, wenn du einen Feind gesichtet hast. Du darfst nur nicht mit ihm in Kontakt kommen. Das ist der große Unterschied.
Geht klar. So. Fein Kontakt. Nee, komm mal nach hier, Achso, Moment, was ist das hier? In Bewegung. Feind gesichtet. Zeigt der jetzt nur die Kirche an oder müssen wir da jetzt irgendwas machen? Halt, stopp. Mal schauen, was da drin ist. Sehr schön. Sanitätskasten ist ganz, ganz wichtig. Sonst haben wir hier aber nichts, ne? Verstanden. Feind gesichtet. Oh, unter uns auch. Ich weiß halt nicht, was diese Glocke jetzt bedeuten soll. Ach so, dass sie da Alarm schlagen, okay, wahrscheinlich. Dann gehe ich doch lieber woanders hin. Gesichtet. So, warten wir mal eben, bis die zwei da von der Patrouille mal ein bisschen weg sind. Ich würde die ja, wie gesagt, lieber hinterrücks kaputt machen, aber das wollen sie ja irgendwie nicht. Oh, das sind sogar drei. Okay, ich gehe. Vier. Da ist auch noch was, was wir mitnehmen Verstanden. Können. Wo war denn das gerade? Da, Stoff. Jawohl. Feind gesichtet. Oh. Geht klar. Jetzt kommt eh hier runter, oder was? Dann gehen wir doch mal da hoch. Oh, oder wir gehen nicht da hoch. Moment. Wer war jetzt der hier, oder? Ich bin ganz Ohr. Das ist schön. Ich suche... Ach so, der ist gar nicht dabei. Das ist ja doof. Einsatzbereit. Okay. In Bewegung. Waffe im Anschlag. So, weiter geht's, Leute. Wärst du mal zu Hause geblieben, Kleiner? Angriff! Feindlicher Beschuss! Ich mach das! Oh, wann stirbt der endlich? Hallo? Ich bin verletzt! Wie ging das? Moment, halt, da und das da. Das ist nur ein Kratzer! Geht klar! Nein! Du stehst das durch! Der hat ja gar keinen Schaden genommen. Willst du mich verarschen? Bereich gesichert. Das ist nur ein Kratzer. Krass. Ah, krass. Du stehst das durch. Genau, du stehst das durch. Auf dein Kommando. Das ist nur ein Kratzer. Ja, trotzdem, hier werden alle versorgt, solange wir noch können. Das ist ja wohl logisch. Befehle? Feind gesichtet! Du stehst das durch. Bleib doch nicht am Baum hängen. Geh doch mal dahin. Okay, ich gehe. Feindliches Fahrzeug. Mein Gott. So. Das ist nur ein Kratzer. Und was jetzt? Wir lassen den Feigling einfach laufen? Major Gastig würde nicht wollen, dass wir nur aus einem Gefühl der Rache unser Leben aufs Spiel setzen. Wir sollten nach Hauptmann Langa suchen, wie unser ursprünglicher Befehl lautete. Er war für eine Weile in Moskau stationiert und muss einen Plan haben, wie wir hier rauskommen können. Oh, kommt, ey, ich bin hier gerade meine Verwundeten am. Warte mal, wir machen das jetzt anders. Granate! Was gibt es? So. Ich geh mir so auf den Sack gerade. So gut wie erledigt. Dankeschön. Also, oben Feindkontakt sollen wir nicht hin, wir sollen nach rechts hin. Jawohl. Jawohl. So, Moment. Ja? Du machst das die. Das ist nur ein Kratzer. Auch Kratzer müssen repariert werden, genau. Ich bin bereit. Du machst den. Du stehst das durch. Mehr habe ich nicht. Oh, shit. Ich warte. Können wir nur noch einmal heilen. Das ist natürlich ganz schlecht. Ich weiß auch nicht, wie viele Granaten ich überhaupt noch habe. Auf dein Kommando. Ja, ja. Verstanden.
Geht klar. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wie wir denn überhaupt da hinkommen. Da hinten haben sie eine Barrikade gemacht. Jawohl. Feindkontakt. Was? Feindkontakt? In Bewegung. Ich sehe hier nichts. Feindgesichtet. Doch da. Moment. Hier ich will trotzdem diesen lautlosen Kill machen. Nein, ich will da nicht... Ja? Um den kümmere ich mich. Mach das. Feindkontakt! Geht klar. Oh, kümmere dich doch nicht um den, da sind zu viele. Was ist? Verstanden. Komme ich denn da jetzt durch? Das ist besser, ja. Na? Da hinten ist auch noch ein Typ zum Reden. Die Frage ist, kommen die jetzt von rechts hier reingelaufen? Verstanden. Schleicht mal schön hier durch, Leute. Jawohl. Wo ist Major Gastig? Er ist tot. Das war der Bastard Morozov. Es hat also begonnen. Die Roten verbreiten ihre einzig gültige Wahrheit im Namen der Einheit. Es wird Bürgerkrieg geben. Unser Zug wurde zerstört. Der größte Teil unserer Einheit kam im Zug um. Wir müssen so schnell es geht abreisen. Es gibt noch einen Zug, den wir nehmen können. Der ist wahrscheinlich gänzlich unbewacht, nehme ich mal an. Ja, kann man den nicht auch steuern? Wahrscheinlich. Schon unterwegs. In Bewegung! Unmöglich. Hä, wieso gehen die da nicht durch? Oh, ist das deren Ernst jetzt? Verstanden! Waffe im Anschlag. Wieso können die da nicht durch? Der Typ ist einfach da durchgelaufen. Wir können jetzt hier nicht durch, oder was? Wollt ihr mich jetzt hier? Jawohl. Es ist nicht euer Ernst jetzt. Wir müssen jetzt hier durch, uns hier durchschlagen. Ach so, der ist auch in die andere Richtung gelaufen, ne? Ist auch gar nicht dahin gelaufen, wo wir eigentlich hin müssen. Hm. Schon unterwegs. Sehe ich ihn jetzt erst? Geht klar. Feindkontakt! Geh in Position. Verstanden. Oh, komm schon. Jawohl. Da unten haben wir irgendwo was liegen gelassen anscheinend, aber das ist mir jetzt ehrlich gesagt auch gerade egal. Wir müssen jetzt irgendwie versuchen, so ein bisschen darüber zu schleichen. Mit am besten natürlich so wenig wie möglich Feindkontakt zu haben. Geh in Position. Geht klar. Das wäre jetzt für mich sehr, sehr wichtig hier. Sanitätskasten. Feind gesichtet. Du ist es. Verstanden. Wir sind nicht da. Geht einfach weiter. Jawohl. Angriff. Wärst du mal zu Hause geblieben, Kleiner? Ich sehe es mir an. Genau, mach du mal Treibstoff. Ich warte. Du. Das ist nur ein Kratzer. Halt's mir den mehr mal hab kurz. Ich nicht. Na, jetzt habe ich auf gar nichts mehr. Doch einmal habe ich noch. Ja? Ja, einmal habe ich noch. Verstanden. Oh, das wird. Das kann nicht gut enden irgendwie. Wechsle die Position. Ich wollte die eigentlich jetzt so richtig schön so leise von hinten. Geht klar. Aber nein. Dass die einen aber auch mit okay, so extremer Reichweite sehen, das ist schon echt übel. Jawohl. In Bewegung. Ja. Jawohl. Weiß nicht, ob das so gut ist, wenn ich jetzt hier direkt über die Schienen drüber gehe. Feindkontakt. Okay, ich gehe.
Moment. Einsatzbereit. Gucken, ob der allein... Kann er hier drüber gehen? Kann er, okay. Schon unterwegs. Er wird es nicht kommen sehen. Hoffentlich. Sag mir bitte, dass der alleine ist. Gesichtet. Gefunden. Hauptmann Lange hatte recht. Da ist der Zug. Ja, halt die Klappe, ich muss den Typ umbringen. Wir sollten so viel Treibstoff wie möglich sammeln, während wir auf den Rest der Legionäre warten, die in Moskau stationiert sind. Ich glaube nicht, dass die Roten darüber glücklich sein werden, dass wir versuchen, ihren Zug zu beschlagnahmen. Diesmal werden sie sich nicht mal die Mühe machen, uns aufzufordern, die Waffen herauszurücken. Wo kommen die denn jetzt her? Ich warte. Geht klar. Ah! So. Moment. Alle. Befehle? Kann ich die auch befehligen? Ja. Da oben rechts ist noch was, was wir noch einsammeln können. Verstanden. Treibstoff. Gesichtet. Treibstoff ist immer gut. Sturm? Feindkontakt! So ist es. In Bewegung. Um den kümmere ich mich. Waffe im Anschlag! Feind gesichtet! Nein, wieso kann ich die nicht zurückerobern? Alter! Ich krieg das hin! Was jetzt? Was jetzt? Achso, der ist... okay, verstehe. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Da... Wo ist er denn? Die stehen noch beide noch. Ich denke unmöglich. Mal, er ist das. Ich brauche Hilfe! Okay. Ich bin getroffen! Ja, wer denn jetzt schon wieder? Mann! Der da, ne? Bin getroffen! Ja, ist ja gut. Ich bräuchte hier Hilfe! Ich bräuchte hier auch Hilfe. Ich versag hier gerade. Verdammt, ich bin getroffen! Da. So, los. Auf dein Kommando! Ja, warum macht die denn nichts? Ja, sicher doch! Ja, lauf bloß nicht dahin! In Bewegung! Natürlich sterben sie mir jetzt alle am Ende! Es war so klar, ey. Es ist so schön gelaufen bis gerade. Hier bin ich. Los, ein Kratzer. Ich bin verletzt. Ja, jetzt sind sie alle verletzt, mein Gott. Los, ein Kratzer. Das heißt hier neben Ziel. Hallo? Ich bräuchte hier Hilfe. Moment. Den haben wir noch. Wir nehmen noch ein paar mit. Hier. Kannst du behalten? Kontakt. Hallo? Ich bin verwundet! Ja, dann regeneriere dich! Ich brauche Hilfe! Ich bräuchte hier Hilfe! Nein! Doch! Lauf, blöde Kuh! Was, weil wir jetzt am Boden liegen, machen die nichts mehr, oder was? Ich bin verwundet! Okay, ich verstehe jetzt, dass ich es nicht geschafft habe, aber... Warum töten die mich nicht? Hallo? Jetzt bringt mich doch endlich um! Oder wenigstens, macht irgendwas! Ich liege hier am Boden und bin am Verrecken. Muss ich jetzt hier echt warten, bis das hier durchgelaufen ist, oder was? Da hauen die einfach ab, die Dreckskerle! Hallo? Feindkontakt! In jedem echten Krieg hätten sie mich schon lange erschossen. Wo laufen die jetzt hin? Vor allen Dingen verstehe ich es nicht so ganz. Ja gut, ich hätte vielleicht vorher das hier machen sollen. Ach so, um von einer Einheit... Ach so, ich dachte, man musste dann Hebel machen. Na naja, gut, okay, kein Hebel, okay. Die Frage ist natürlich, wie soll ich mit so ein paar mickrigen Leuten, die schon alle verletzt waren... den Zug hier verteidigen. Das ist natürlich...
Könnte noch problematisch werden, wenn wir das nochmal versuchen. Ich lasse das mal ein bisschen schneller laufen. Mal gucken, was jetzt kommt. So, die wenigen verbleibenden Legionäre reicht nicht aus, um den Zug am Laufen zu halten, geschweige denn ihn zu verteidigen oder zu versorgen. Es wurde zu einer großen pfeifenden Zielscheibe auf dem Rücken seiner Besatzung. Naja, am Zug waren wir ja noch gar nicht wirklich. Also wir waren davor, aber wir konnten ihn ja noch nicht benutzen. Und ohne den Zug wäre es unmöglich, rechtzeitig nach Vladivostok zu kommen. Ja. Nach einer kurzen Diskussion ging jeder seiner Wege und verschwand in der Wildnis. Jeder der Leichen ging seine Wege, oder wie? Oder mischte sich unter die Bevölkerung, bis sich eine andere Gelegenheit bieten sollte, das Land zu verlassen. Diese Gelegenheit kam nie. Deine Reise endete, weil du nicht genug Legionäre hast, um weiterzumachen. Nee, echt? Obwohl, ich habe theoretisch noch 3 Legionäre. Die sind nicht mit mir... Ah, nee, Moment, die sind im Zug wahrscheinlich umgekommen, ne? Schade. Ja. Du hast bei den Pflichten als Kommandant des Zuges versagt. Keiner deiner Soldaten hat es je nach Hause geschafft. Ebenso wenig wie du. Ich sehe tote Menschen. Jetzt darf ich wieder dahin. Okay, Kapitel 1. Gelöste Mission, Aufgabe beendet. Gelöste Mission. Soldaten haben sich der Mann... Achso, das war der Anfang. Okay. Ja, dann würde ich sagen, starten wir doch mal von vorne. Ich habe zwar keine Ahnung, wie ich jetzt mit so wenig Leuten dahin kann. Vielleicht können wir auch irgendwie mit dem Zug noch ein paar Truppen aussenden und noch ein paar Leute mehr holen. Ich weiß es nicht. Wir müssen es mal versuchen. Wir werden es dann im zweiten Teil, nee, im dritten Teil sehen. Bis dann. Ciao. Will you lead us? Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.